Hi Ladies! Ricarda hat sich von mir ein Outfit für ihre Geburtstagsparty gewünscht. Und wie ihr seht, habt ihr diesen Gefallen getan. Doch zuvor noch der Hinweis, wenn ihr die Bilder groß sehen wollt und die zugehörigen Deals und Sales, dann klickt hier einfach drauf oder unterhalb vom Video findet ihr auch nochmal alle Details zu den Sales, damit ihr nichts verpasst. Ricarda feiert in 2 Wochen ihren Geburtstag und will natürlich zu ihrer Geburtstagsparty der Mittelpunkt und Blickfang sein. Und hat sich von mir ein Sommerkleid, was luftig und leicht gewünscht ist. Und natürlich dazu die passenden Accessoires. Und wie ihr seht, habe ich hier ein Kleid herausgesucht, was sie lieben wird. Weil ihr seht da schon, das Blümchenmuster, was über das ganze Kleid verteilt ist, sieht einfach wunderschön aus. Der Stoff und der Schnitt ist wirklich perfekt für den Sommer geschnitten, dass es luftig leicht fällt und man sich dieses Sommergefühl auf der Haut spürt sozusagen. Am Kragen oben, wenn ihr genau hinschaut, seht ihr auch, dass da nochmal wirklich eine spezielle Kragenform geformt worden ist, um das Dekolleté schön zu falten. Und dass es aber halt nicht zu tief außen ist, dass es noch dieses gewisse etwas hat. Also ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Sie wollte nicht mega sexy sein, sie wollte schön sein, aber auch ein bisschen adrett. Sie ist so eine Person, wo ich mich mit unterhalten habe, was genau zu ihr passt. Und die Schleife in dem Taillenbereich macht das Ganze natürlich nochmal richtig schön verspielt und bildet eine wunderschöne Taille heraus. Ich denke, mit diesem Kleid hat Ricarda genau das gefunden, was sie gesucht hat. Aber um das Ganze natürlich abzurunden, müssen die Accessoires stimmen. Und um das Kleid aufzupumpen, habe ich hier einen wunderschönen Pump herausgesucht in einer Lederoptik, was in einen zarten Pastellton daherkommt und mit einem 9 cm Absatz. Und das Geniale an diesem Schuh ist, dass er ein kleiner Allrounder ist. Dieser Schuh passt genauso gut zu Jeans wie zu diesem Kleid. Und durch diesen Farben und neutralen Look ist es perfekt für Sommeroutfits geeignet. Und wenn ihr diese Schuhe einmal im Schrank habt, werdet ihr sicher sein, dass ihr wirklich zu allen möglichen Sommeroutfits sie tragen könnt. Also ein Must-Have. Und ich dachte mir, hier zu diesem Outfit muss noch ein Eyecatcher her, ein richtig krasser Blickfang, was auch ihren Charakter widerspiegelt. Und da habe ich hier eine Handtasche herausgesucht in einem sehr starken orangenen Ton und auch wieder dieser Lederoptik. Und das ist natürlich erstmal ein sehr krasser Blickfang, aber das ganze Outfit ist, sag ich mal, sehr schlicht und einfach und dezent gehalten. Und da kann man ruhig mal mit einem Accessoire ein bisschen aufpimpen. Und bei der Handtasche ist natürlich der Vorteil, wenn man sie, sag ich mal, einfach zur Seite stellt, dann ist es ja nicht immer da. Also hättet ihr jetzt eine übelst aufgepimpte Kette dran, die ist immer zu sehen. Aber eine Handtasche ist nicht immer im Mittelpunkt und somit verschmilzt das mit diesem Outfit perfekt. Somit könnt ihr mit so einer Handtasche, die ein bisschen mal raussticht, nichts verkehrt machen. Und jetzt kommen die i-Pünktchen, denn zu so einem schönen Kleid, was luftig leicht ist, gehört ein Schmuck. Keine Kette, die klebt mir zu sehr oder bei euch immer so am Hals, an der Haut, sondern ein paar wunderschöne Ohrringe, ein paar Federohrringe. Denn wie ihr seht, habe ich hier ein paar wunderschöne, hellrosa Federohrringe rausgesucht, die das ganze Kleid-Outfit nochmal unterstreichen und komplett abrunden. Die Hänger sind in Gold gehalten, auch nochmal einzelne Ketten, die runterfallen und schön verspielt. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn sie damit einfach da steht, da Wind durch die Haare fährt und durch die Ohrringe und das Kleid zum Bewegen bringt, ein Traum. Und damit steht Ricarda und vielleicht auch ihr im Mittelpunkt von, Ricarda zumindest in der Party oder wo ihr auch dann halt gerade seid. Und wenn ihr, wie Ricarda, so ein wunderschönes Outfit genau auf euch zugeschnitten haben wollt, dann schreibt mir jetzt unten in die Kommentare so genau wie möglich, zu was für einer Veranstaltung ihr geht, wie ihr aussieht und dann kann ich vielleicht morgen schon so ein wunderschönes Outfit genau auf euch zugeschnitten online stellen. Und damit ihr das nicht verpasst, könnt ihr mich hier oben einfach abonnieren und verpasst in Zukunft kein so ein wunderschönes Outfit mehr und die dazugehörigen Deals und Sales. Ist das ein Deal?